La Ferrari. Enzo. F40. Das sind die begehrtesten Ferraris der letzten 30 Jahre. Und einen will Luxusautohändler Hamid Mossadegh kaufen. Ich bin bereit, dafür 2,9 Millionen Euro zu bezahlen. Wir fahren den jetzt Probe, dann kommen wir wieder, dann machen wir die Verträge und ich kann wieder zurück nach Hamburg. Hamburg 48 Stunden zuvor. Hier gehen Autos ab 100.000 Euro übers Parkett. Aber manchmal gibt es Aufträge, die selbst einen Luxusspezialisten wie Hamid Mossadegh ins Schwitzen bringen. Heute geht's um mehrere Millionen. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Kunden, von einem Kunsthändler, der richtig wertvolle Gemälde hat. Und jetzt sucht er nach einem Auto. Der hat ein Budget von 3 Millionen Euro. Und daher gesehen ist das ganz normal, dass Kunden in dem Bereich immer anonym bleiben möchten. Ich soll ein Auto finden, was auf jeden Fall wertsteigernd ist in den nächsten Jahren. In dieser Preisliga stellt man seinen Reichtum nicht zur Schau. Der Kunde, ein Kunsthändler, will nicht vor die Kamera. Hamid soll für ihn einen Ferrari finden, der als Wertanlage dient. Meine Aufgabe ist es, für ihn einen Einstiegskurs zu finden, wo er kein Geld verliert. Das kannst du nicht immer garantieren, das ist einfach so. Garantie gibt's nie. Die Eckdaten der Suche? Modern, limitiert und sündhaft teuer. Ein LaFerrari würde passen. In Deutschland gibt es nur einen einzigen Wagen. Ich schaue mir ein LaFerrari an. Das ist das Auto schlechthin zurzeit. Technisch gesehen, Design, Karosserie, es ist alles, es ist Wahnsinn. Und da bin ich mal echt gespannt. Rund 800 Kilometer sind es von Hamburg aus zum italienischen Meisterwerk auf Rädern. Der LaFerrari steht bei einem Sportwagenhändler in München. Hamid erwartet Hybridtechnik mit 963 PS. Limitiert auf 499 Stück. Der Enzo-Nachfolger bietet das Beste und Exklusivste, was Ferrari bauen kann. 12 Zylinder mit Formel 1 Bremsenergie-Rückgewinnungssystem KERS. Der LaFerrari wurde nur ausgewählten, ganz besonderen Kunden zum Kauf angeboten. Dass es jetzt einen auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt, ist für Hamids Auftraggeber ein Glücksfall. Wenn Verkäufer Kevin Braun ein gutes Angebot macht. Kevin. Hamid. Grüß dich. Na, wie geht's dir? Rakete. Alles fit? Gut, bei dir? Super, vielen Dank, vielen Dank. Ist gut hergekommen? Ja, klar. Ja. Ich bin immer wieder gerne hier, aber ich muss jetzt sagen, ehrlich, mehr Champions League geht nicht. Ja, wir sind auch in München, oder? Es ist unfassbar. Bist du schon mal selber gefahren? Ich bin damit gefahren, ja. Und? Mehr geht nicht. Okay. 963 PS, Wahnsinn. 12 Zylinder, Mittelmotor, plus KERS-System. Elektro, Zusatzantrieb, brachiale Leistung. Auch die Linienführung, alles echt perfekt. Das Auto ist nahezu unberührt. Super. 4000 Kilometer. Okay. Erstes Lieferung in der Schweiz. Wie sind die ersten 4000 Kilometer gefahren worden? Hast du ein bisschen was über die Historie? Du, das Auto kommt aus der Schweiz und du weißt ja, in der Schweiz ist er 110. Ich sehe auch, hier ist alles mit Steinschlagschutzfolie, ne? Ja, komplette Steinschutzfolie. Okay. Du siehst auch hier vorne mit dem kleinen Ferrari. Genau. Werkseitig. Genau. Okay. Kein Unfall, keine Nachlackierung, nichts. Und allein diese Schnauze und mit diesen imposanten Außenspiegel, es ist Wahnsinn. Jedes Teil eine Spezialanfertigung. Da kosten zwei Spiegel über 2500 Euro und ein Satz Felgen so viel wie ein Mittelklassewagen. Die Magnesiumfelgen, was kosten die? Was meinst du? Das ist kein Schnäppchen, ne? Also, ja. Wir haben gerade Scheinwerfer für ein Enzo bestellt. Ja, okay. Liegen bei 12.500 brutto. Wahnsinn. Und ein Satz Felgen kostet 30.000 Euro. Das ist exklusiv genug für den schwerreichen Kunsthändler. Und Hamid geht gleich auf den Preis. Ich brauche jetzt mir das Auto nicht so anzuschauen. Es hat 4.000 Kilometer. Ja. Aus Erstbesitz. Wo liegen wir denn jetzt preislich? Bei 3,1 Millionen. Das Auto hat einen Listenpreis von ca. 1,2 Millionen Euro. Noch nicht mal innerhalb von einem Jahr hat er sich fast verdreifacht. Der liegt jetzt über 3 Millionen. Ich möchte heute mein Ziel erreichen und mein Ziel ist, hier rauszugehen, definitiv mit einer 2 davor. Nein, aber bei dem Fahrzeug ist der Preis wirklich so angesetzt, dass wir ihn auch brauchen. Mhm. Wir können immer ein bisschen quatschen, müssen wir nachher sehen, aber wir haben hier nicht die große Luft. Die Autos sind extrem rar, es ist wahnsinnig schwer, ein Auto zu bekommen. Es ist ein gigantisches Auto, es ist ein zeitloses Auto und es ist ein Auto, was definitiv unheimlich viel Potenzial nach oben hat, preistechnisch.
Der Markt unterliegt Schwankungen, aber LaFerrari ist wirklich mit das Begehrteste im Moment. Also, okay. Und die Nachfrage ist so hoch und ist jetzt auch kein Autohändler-Trick, ne? Aber ja. Ganz im Ernst, wenn ich jetzt den Hörer in die Hand nehme und drei Leute anrufe, dann stehen morgen zwei da und haben ernsthaftes Interesse an einem Auto. Mhm. Und das bei dem Preis. Also, zwischen ernsthaftes Interesse, Probefahren, bezahlen, abwickeln, anmelden, ist Hamburg-München. Das ist aber viel. Ist Hamburg-München? Ist Hamburg-München? Das ist so gerade über den Summen. Ich bin ja nicht sehr, seit einem Tag im Geschäft. Also, ich bin bereit, dafür 2,9 Millionen Euro zu bezahlen. Wir fahren den jetzt Probe, dann kommen wir wieder, dann machen wir die Verträge und ich kann wieder zurück nach Hamburg. Ich überlege mir das jetzt. Du fährst mal Probe. Wir fahren den Probe. Und dann gehen wir noch mal ins Eingemachte. Genau. Bei 499 Stück sind selbst Milliardäre leer ausgegangen. Der LaFerrari ist ein extrem begehrtes Sammlerstück. In nur einem Jahr hat sich sein Wert verdreifacht. Preis über 3 Millionen Euro. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du nur mit diesen Autos handeln kannst oder auch, ob du die auch mal fahren kannst. Du, wir werden jetzt hier einfach mal das ein bisschen dir ein Gespür vermitteln, ja. Ne? Was 963 PS bedeuten. Höchstgeschwindigkeit über 350 km/h. Und es wird noch krasser. Von 0 auf 300 braucht der Ferrari nur 15 Sekunden. Es ist gigantisch, als Beifahrer schon. Ich muss dir sagen, du sitzt hier wie ein Käfig. Die Verarbeitung ist perfekt. Da hat sich auch richtig viel getan. Das ist unglaublich. Also, früher war das alles nackt und spartanisch. Definitiv, ja. Und jetzt hast du halt hier auch ein LED-Screen, ne? Knöpfe, das Carbon. Das ist halt mittlerweile auch einfach richtig gut verarbeitet. Absolut. Und du darfst eine Sache nicht vergessen. Es ist alles Handarbeit. Ja. Es ist alles Handarbeit. Hamid, ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal, was du so auf der Pfanne hast. Gerne, gerne, gerne. Erstmal vielen Dank für dein Vertrauen. Und bist du dir sicher, dass du mitfahren willst? Selbst für Luxushändler Hamid ist diese Probefahrt etwas ganz Besonderes. Er fährt zum ersten Mal einen LaFerrari. Der Sitz ist fest verschraubt. Dafür ist die Pedalerie verstellbar. Wie fährt sich das 3,1 Millionen Euro Geschoss? Ist der LaFerrari easy zu handeln und für seinen Kunden geeignet? Hier merkst du natürlich an dieser blauen Zusatzanzeige. Ja. Merkst du natürlich, wenn du das Kehrsystem sich einschaltet. Ne? Absolut. Du hast hier rechts am Drehzahlmesser. Okay, okay. Ja, es ist unglaublich, ja. Das kann man nicht beschreiben. Entweder du fährst das Auto, es ist unbeschreiblich. Der LaFerrari hat mit 800 PS den stärksten Straßen-12-Zylinder. Dazu kommen 163 PS aus dem Elektromotor. Ich bin den 918er gefahren, ich bin auch den P1 gefahren, ich bin den Stirling Moss gefahren. Es ist eine andere Liga, definitiv. 3 Millionen will Hamids Auftraggeber investieren. Kevins Vorstellung liegt bei 3,1 Millionen Euro. Mein Gott, das Auto hat ja nur 1,2 gekostet. Innerhalb von einem Jahr ist das Auto so gestiegen. Aber es ist halt jetzt so, die Marktlage ist so, es gibt keine Autos auf dem Markt. Der LaFerrari hat seinen Preis. Aber je günstiger Hamid einkauft, desto höher ist sein Gewinn als Händler. Von meiner Seite aus sind wir uns einig. Du musst jetzt nur einen Kaufvertrag schreiben, 2,9 Millionen und dann sind wir damit durch. Du musst jetzt mal ein bisschen ran an den Speck. 259, dann ist es dein Auto. 2,39 und dann ist das Ding gegessen. Wir sind nicht auf dem Bazar. 2,39. Genau, Hamid. Auf dem Bazar. Auf dem Bazar wird nie verhandelt. Das ja, ist es ja. Deswegen, ich bin von dir gewohnt, ne? Die 3 muss weg. Und da sind wir bei 2,99. Ja. Ne? Lass uns 2,59 machen. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir, Hamid. Dankeschön. Krieg ich wenigstens noch einen Espresso? Kriegst noch einen Espresso? Mit Keks und mit Löffel. Und mit Schuss, wenn du möchtest. Ja. Wir sind das Auto gefahren, wir können das Auto jetzt kaufen, wir können das Auto sofort ausliefern. Das heißt, ich kann meinen Kunden zu 100% Sicherheit bieten und sagen, ich habe das Auto gesehen, ich bin das Auto gefahren, du kannst das Auto haben. Hamid will ein zweites Auto checken. Vielleicht wäre ein anderes Modell ein noch besseres Investment. In Ingolstadt steht ein Ferrari Enzo, der ihn interessiert. Hamid kennt den Besitzer. Oliver Meyer. Oliver Meyer ist ein bekannter, verrückter Rennfahrer, der alles kennt. Ihm brauchst du nicht zu erzählen, was Motorräder betrifft, was Autos betrifft. Er weiß über alles Bescheid. Und er weiß auch, dass Hamid einen Ferrari hat, der ihn interessiert. Im Klartext,
Den Enzo gibt es nur gegen einen F40. Für diesen Millionendeal hat Hamid seinen Ferrari aus Hamburg anliefern lassen. Zu Oliver Meyer. Der betreibt in Ingolstadt ein exklusives Autohaus und nebenbei ein Oldtimer-Museum. Hamid trifft auf einen absoluten Autonerd und ausgebufften Geschäftsmann. Zuerst wird der Enzo gecheckt. Der Enzo ist jetzt auf einmal in Gelb. Ich dachte, wir schauen uns einen Schwarz an. Wir haben immer zwei, okay, dass wir einen verkaufen können. Ach so. Aber wenn wir nur einen hätten, würde ich nie hergeben. Typisch Sammler. Der Enzo ist auf 400 Stück limitiert. Oliver Meyer hat zwei davon. Der Supersportwagen zählt heute zu den begehrtesten Ferraris überhaupt. Dieser ist einer von weltweit 10 Stück, die es momentan zu kaufen gibt. Der Enzo hat rund 20.000 Kilometer runter. Neupreis vor 13 Jahren 700.000 Euro. Heute ist er über 2 Millionen wert. Doch worauf muss man bei einem Gebrauchtwagen dieser Kategorie achten? Erste Hand. Okay. Deutsches Auto. War noch nie angeboten. Also noch nie auf dem Markt. Absolute Rarität. Ja. Die Scheinwerfer, die scheinen noch in Ordnung zu sein. Die sind ein bisschen blind. Die kosten bei Ferrari ca. 12.000 Euro brutto. Mit Einbau, mit allem drum und dran liegen wir bei 13.000 Euro. Und ich weiß, dass Ferrari gerade 4 Stück auf Lager hat. Und das hat immer einen Grund, wenn Ferrari Teile auf Lager hat. Aber wurde er vorne mal lackiert? Nein, ist nie lackiert worden. Scheinwerfer und Nase gehen oft kaputt. Die teuren Ersatzteile werden maschinell hergestellt. Im Originalzustand ist alles Handarbeit. Deshalb achtet Hamid auf raue Lackstellen und schmale Klebekanten. Sind die vorhanden, ist es Originalzustand. Das ist gigantisch, denn ich kann mir nur vorstellen, dass er nur Landstraße gefahren ist und 100 Meter Abstand zu dem vorderen hatte. Weil auf der Autobahn, es ist unvermeidlich. Es ist unvermeidlich, da hast du immer diese weißen Punkte. Schwarz, schwarz. Eine sehr seltene Farbausführung. Gerade was den Enzo betrifft, die meisten wurden in Rot produziert. Das heißt, Schwarz ist das seltenste. Ja, genau. Und ist auch einer der teuersten. Ist auch am teuersten, ja, absolut. Genau, genau, genau. Wo hast du das Auto gesehen? Wo hast du das Auto wollte her? Immer einen schwarzen haben. Ach so, okay. Aber okay, ich erzähle dir nicht, wo ich ihn her habe. Machst du nicht. Nein. Das war mir klar. Ja? Gehen wir auf die andere Seite. Dir. Genau. Muss man gleichzeitig vorsichtig hochheben. Schau mal an, ein Traum. Vorsichtig. Ist okay? Und da merkt man kein Gewicht. Das ist gar nicht. Nichts. Das gar nicht. Du siehst ja auch hier, das ist alles aus feinsten Carbonfasern gemacht worden. Hier auch. Die Technik ist halt. Ja, volle Formel-1-Technik. Also, wir haben viel von der Formel-1 übernommen. Die Aufhängungen, die Dämpfer hier. Ja, das ist echt. Also, und so liegt er heute auf der Straße. Das wirst du nachher schon mal sehen. Und zum Fahren ist dieser 6-Liter-Motor gemacht. 660 Pferdchen stehen bereit zum Galopp. Der Sound: Gänsehaut. Okay. Okay. Von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Und der Enzo war mit 355 km/h kurzzeitig der schnellste Serien-Ferrari aller Zeiten. Ein ungewöhnliches Auto, das ungewöhnliche Geräusche macht. Die Karosserie ist ständig am Arbeiten. Das ist dieses Knacksen, was du von hinten hörst. Das ist die Carbon-Karosserie. Wenn du zum ersten Mal einen Enzo fährst und losfährst und es fängt hinten an zu knattern und knirschen, dann machen sich viele Gedanken und sagen, oh Gott, was ist los? Das ist aber ganz normal, weil die Karosserie ständig am Arbeiten ist, gerade die Motorhaube hinten. Hamid soll für seinen Kunden einen Ferrari als Wertanlage finden. Der Enzo passt gut ins Muster. Sein Wert steigt seit 13 Jahren kontinuierlich. Also ich finde mit Abstand, wenn man jetzt den F40 nimmt, den klar Ferrari nimmt und den Enzo nimmt, bin ich ganz klar, meines Erachtens bin ich für den Enzo. Hamid ist vom Enzo überzeugt. Doch Oliver Meyer verkauft ihn nicht einfach. Er will Geld und ein Tauschgeschäft. Mit dir zu verhandeln ist ja nie einfach, aber irgendwann müssen wir auch mal zum Punkt kommen. Ne? Oliver, da musst du nicht lachen, da musst du antworten. Die Antwort? Den Enzo verkauft Oliver Meyer nur, wenn er dafür einen anderen Ferrari bekommt. Das Objekt der Begierde, ein Ferrari F40. Also wir möchten ja einen Tausch durchführen. Natürlich müssen wir was dazu zahlen. Der Enzo ist deutlich mehr wert. Der F40 ist natürlich mega teuer. Er kostet über 1 Million Euro und steht normalerweise in Hamburg zum Verkauf.
Doch für den Deal hat Hamid den Achtzylinder nach Ingolstadt bringen lassen. Seinen besten Ferrari für geübte Piloten. Ja, F40 ist halt sehr puristisch. Du musst das Auto auch richtig fahren können. Es ist eine sehr harte Schaltung, die Lenkung, kein Servo, nichts. Das ist pur Autofahren. Die Stunde der Wahrheit. Gefällt der F40 nicht, platzt der Deal mit dem Enzo. So, Oliver, da steht er. 91er Baujahr, also 591, Erstauslieferung bei Becker in Düsseldorf. Das heißt, es ist ein deutsches Auto. Mein Lieblingsauto. Was hältst du jetzt so von ersten Anblick, vom Lackierung und so weiter? Die waren vom Werk ja nicht so besonders, aber der ist echt gut. Also ja. Ich habe ein paar kleine, ganz minimale Steinschläge, aber ja. Gut, der hat ja Kilometer. Ja. Können wir mal hinten reinschauen? Ja, gerne. 28.000 Kilometer ist der F40 gelaufen. Damit ist der V8 gerade mal eingefahren. So macht man das. Zack. Da gucken die Leute, das gibt's nirgends. Das ist wie beim Modell. Mittelmotor, die beiden Turbolader. Aber der hat keinen Rennauspuff, oder? Nein, der hat keinen Rennauspuff, aber der hat auch nicht mehr die Originalauspuffanlage. Der hat eine Stahlauspuffanlage, das wirst du auch gleich beim Fahren hören. Der hört sich sehr, sehr dezent und satt an. Aber er schießt schon noch, wenn man vom Gas geht, weil ich halt jetzt. Genau, das macht er. Also die zündet. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, genau. Dann lass uns den aber bitte 5 Minuten warm laufen lassen. Ja, ja. Das Filter ist dann neu, habe ich gesehen. Also Kundendienst ist gemacht worden. Seitdem ist er nur 2000 Kilometer gefahren worden, daher sieht es auch wie neu aus. Aus Gewichtsgründen wurde auf elektrische Fensterheber verzichtet. Trotzdem betrug der Neupreis umgerechnet 225.000 Euro. Komplett Monocoque. Aber das ist halt einfach der E40. Aber die Sitze sind ja wie neu. Ihr habt es neu überziehen lassen, oder? Nein, die sind noch original. Original? Die sind noch original, ja. Der erste Eindruck ist gut. Aber was zählt, ist Performance. Oliver Meyer will bei einer Probefahrt Motor und Getriebe checken. Hat der F40 noch genug Dampf und lässt er sich sauber schalten? Immerhin will Hamid über 1 Million Euro für den 26 Jahre alten Ferrari haben. Ich will auch Fenster aufmachen. Okay. Ach so, hier kommt ein Tunnel jetzt. Rennfahrer Oliver zeigt, dass der F40 kein Spielzeug ist. Bei 4000 Umdrehungen zünden die Turbos schlagartig. Beim Schalten muss man Zwischengas geben. Der F40 ist mega scharf. Doch fahren kann ihn nicht jeder. Ein Supersportwagen, der lebt und atmet. Auch für Hamid immer wieder ein Genuss. Luftschluck, das ist unglaublich. Der F40 war einmal das schnellste Auto der Welt. Ist der Ferrari gut in Schuss, schafft er hohe Geschwindigkeiten spielend. Für Oliver eine Minimalanforderung. Das ist unbeschreiblich. 300. Wahnsinn. 324 schafft der Ferrari in der Spitze. Von 0 auf 100 vergehen nur 4,1 Sekunden. Rennfahrerprüfung bestanden. Kupplung einwandfrei, Bremsen sind super. Ja. Motor dreht schön hoch, ja. ohne ein Loch. Also die Turbolader müssen in Ordnung sein. Also ja. Technik okay und kein Wartungsstau. Immerhin kostet eine Inspektion 3.500 Euro, ein Getriebe sogar 15.000. Beim F40 entscheidet der Zustand über den Preis. Ja. Wie viel willst du jetzt haben? Also so wie das Auto hier steht, haben wir einen Preis von 1,2 Millionen Euro uns vorgenommen. Ne? Du sagst also 1,2 Millionen. 1,2 Millionen sind wir jetzt erstmal hier. Das ist erstmal Basis, worüber wir sprechen können. Okay. Eine Basis, ja. Okay. Eine Basis. Das war jetzt richtig unklug von mir, sowas zu sagen. Aber ich hab's jetzt gesagt. Jetzt geht's um Millionen. Will Hamids Kunde den schwarzen Enzo haben, muss Hamid seinen F40 verkaufen und Geld drauflegen. Die Frage ist, wie viel? Ja, wir haben ja gesagt, F40, 1,2 Millionen. Deine Vorstellung, da würde ich einfach sagen, den Betrag draufzahlen und dann hast du den Enzo. Das ist zu viel, was du sagst. 2,4 Millionen Euro jetzt umgerechnet. Nö, den schwarzen gibt es momentan keinen.
Ja. Keinem Angebot. Einen roten, okay, gebe ich da recht. Mhm. Aber einen schwarzen gibt es keinen. Und in dem Zustand aus erster Hand. Wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und zu dir sagen würde, okay, ich gehe mit, dann würde jeder an mir zweifeln. Ich gehe da jetzt erstmal nicht mit. Okay, habe ich mir doch gedacht. Die Argumente passen, deutsches Auto, erste Hand, schwarz-schwarz. Aber ich bin nicht bereit, 1,2 zu zahlen. Also lass mal was sagen. Bei uns in Bayern sagt man immer, ein bisschen was geht allerweil. Mhm. Mein Vorschlag ist 1,1 Millionen und dann haben wir den Deal. 100.000 Euro entgegengekommen, ist gut. Bin ich einverstanden mit. Ich habe den F40 für einen guten Kurs verkauft. Ich glaube, dass Oliver mir auch so viel geboten hat, weil ich auch ein Enzo genommen habe. Sonst hätte er mir im freien Einkauf nicht so viel geboten. Und daher gesehen passt das für alle. Und ich werde sicherlich auch an den Enzo Geld verdienen, auf jeden Fall. Wie viel bleibt geheim? Doch das Angebot steht. Für welchen Super-Ferrari wird sich Hamids Kunsthändler entscheiden? Nimmt er den Enzo für 2,3 Millionen Euro? Oder den LaFerrari, das moderne Hybridgeschoss, für 2,95 Millionen Euro? Hamid telefoniert mit dem Kunden und bespricht beide Angebote. Bei den LaFerrari muss ich halt einfach sagen, ich sehe da zurzeit nicht mehr viel Potenzial nach oben. Ich kann da auch falsch liegen. Aber ich glaube, wenn ein Auto innerhalb von einem Jahr sich um knapp 2 Millionen Euro im Preis gesteigert hat, da sehe ich in den nächsten 5, 6 Jahren erstmal kein Potenzial nach oben. Aber bei den Enzo sehe ich es auf jeden Fall. Das ist der letzte 12-Zylinder-Sauger im Supercar-Bereich. Und es spricht alles für den Enzo. Okay. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich schicke Ihnen alles per E-Mail rüber und dann schauen Sie sich das Ganze an und dann müssen wir nur noch einen Termin vereinbaren. Der Kunsthändler will den Enzo haben. Ein gutes Geschäft für den Kunden. Er bekommt den derzeit sichersten Investment-Ferrari. Und Hamid feiert auf Facebook seinen Millionendeal.